Ku Klux Klanophobie. Angenommen, ein Schwarzer äußert sich offen gegen den KKK. Darf er das dann nur, wenn er selber Opfer eines rassistischen Übergriffes durch den KKK wurde? Oder genügt es, ein Schwarzer zu sein, um sich gegen diese Organisation aussprechen zu dürfen? Wie schaut es aus mit Weißen oder Asiaten, die sich gegen den KKK äußern? Ist das legitim? Und wenn nicht, wie braun muss man sein, um sich legitimerweise gegen den KKK äußern zu dürfen? Ist Kritik gegen den Ku Klux Klan überhaupt zulässig? Der KKK steht ja im Verdacht, rassistisch zu sein. Aber anhand welcher Kriterien lässt sich beurteilen, ob der KKK überhaupt rassistisch ist? Wenn wir die Kriterien nehmen, die etwa beim Islam angelegt werden, dürfte das schwierig werden. Immerhin, es ist dann nicht zulässig, die heutigen Klansmen anhand der Geschichte ihrer Gruppe zu beurteilen. Wo kämen wir hin, wenn wir Vertreter einer Ideologie anhand ihrer Vergangenheit beurteilen würden? Katholiken haben mit Feuereifer Hexen verbrannt. Sollte man Katholiken deswegen auch heute noch verurteilen? Unter uns, ja, sollte man. Auch eine Beurteilung anhand der Schriften ist nicht zulässig. Auch eine Beurteilung anhand aktueller Aussagen ihrer Führungspersönlichkeiten ebenfalls nicht zulässig. Was bleibt also noch vom Vorwurf des Rassismus, wenn all diese Erkenntnisquellen nicht genutzt werden dürfen? Und schließlich darf man nicht vergessen, dass der Klan eine tief religiöse, im Speziellen christliche Vereinigung ist. Also auch der Ku Klux Klan könnte die Religionskarte spielen. Also der spezielle Schutz von Religionen müsste hier zweifellos greifen. Jetzt schon klar, dieser Schutz greift beim Islamischen Staat nicht und wird auch für den KKK selbst in Österreich, selbst bei österreichischen Juristen nicht greifen. Aber was, wenn der KKK eine moderate Massenbewegung wird? Die moderaten Clansmitglieder suchen sich einen netten Namen aus, etwa Holy Christian Knights, oder da sie ja schreiend antikatholisch und antisemitisch sind, so wie Luther es war, da würde sich dann ein protestantischer Name eher anbieten, irgendwas mit protestantisch reformiert. Das klingt immer noch gut und dann Reverend des Ku Klux Klan statt Ritter des Ku Klux Klan und dann müsste doch alles bestens sein. Dann sind es nur noch nette Nachbarn und jeder, der etwas gegen sie vorbringt, ist ein Rassist. Denn wir dürfen nicht vergessen, man wechselt seine Rasse, wenn man einer Religion oder einer religiösen Ideologie beitritt. Unter Einhaltung der Regeln, die bei der Beurteilung des Islam angewendet werden, ist also jeder Schwarze, der sich gegen den KKK äußert, nur ein Ku Klux Klanophober, ein böser, rassistischer Mensch, der harmlose Menschen aufgrund seiner irrationalen Angst mit Hass und Ablehnung ungerechtfertigt diskriminiert. Von da ab ist es nicht mehr weit bis zur Forderung, dass KKK-Kritiker staatlich verfolgt werden sollen, nicht wahr? Schließlich ist Intoleranz das Schlimmste, was es gibt. Und wenn KKK-Leute Schwarze lynchen, dann ist es unsere Schuld und hat nichts mit deren Ideologie zu tun. Schöne neue Welt.